Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, herzlich willkommen beim VfR TV. Ich darf begrüßen Dennis Niebauer. Hallo Dennis. Hallo. Dennis, heute mal nicht auf dem Platz, sondern in der U-Bahn. Wir drehen uns mal schnell um. Hier siehst du dich ja live. Wie war es für dich das erste Mal, wo du vorbeigegangen bist? Ja, schon sehr ungewohnt. Also das sieht man normalerweise nicht täglich, wenn man sich als lebensgroße Pappdarsteller in der Vitrine sieht. Aber ist schon ein schönes Gefühl. Also. Nicht nur ein schönes, sondern auch bestimmt auch ein bisschen stolz dabei? Ja, das ist schon eine Ehre, da zu stehen. Da stehen ja nur zwei Leute hier. Unser Torwart ist ja auch noch dabei, aber... Das ist, als Garchinger ist man dann ein bisschen, ist das schon eine große Ehre. Ja, man merkt, du bist ein bisschen sprachlos, was ja normalerweise nicht dein Ding ist, aber man sieht, wie man doch gewisse Arbeit dann auch schätzt. Dennis, gehen wir aber ganz kurz drauf. Samstag hatten wir Spiel, Dienstag hatten wir Spiel. Über Samstag und Dienstag haben wir beide Spiele eigentlich schon berichtet, aber ich würde ganz gerne nochmal schnell einen Schwung auf Samstag machen, weil ein riesen Hype entstanden ist. Ich schätze mal, du weißt, worauf ich hinaus will. Kannst du uns kurz schildern, wie das Tor abgelaufen ist und was danach passiert ist? Ja, das Spiel war ja sehr anstrengend. Also das Wetter war natürlich mit seinen 30 Grad sehr, sehr anstrengend und heiß. Die Zeit war ja auch schon ein bisschen vorangeschritten. Es waren 18 Minuten gespielt. Und ich war allein auf weiter Flur und habe mir nur gedacht, ja, lieber weit weg den Ball, bevor es nochmal hier zum Gegenstoß kommt. Und dann habe ich den Ball perfekt getroffen und der Ball ist geflogen und geflogen. Und mit bisschen Glück und Hoffnung ist der Ball dann auch ins Tor gefallen. Und so haben wir dann 3-1 gewonnen. Das war natürlich ein Meilenstein für die drei Punkte. Wie ist es dann, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt? Ich schätze mal, du hast bei uns auch auf die Facebook-Seite geschaut oder auch selber ein bisschen im Internet geschaut. Es ging ja wirklich überall hin. Sky, Focus, in Peru haben wir einen Bericht gefunden. Also überall. Wie ist das? Ja, zu Peru muss ich noch sagen, da bin ich jetzt 6 Jahre jünger. Aber anscheinend habe ich mich gut gehalten. Ja, es ist schon sehr ungewohnt, aber auch macht dann auch ein bisschen stolz, was man geleistet hat. Und man sieht, wie man da auch gehypt wird ein bisschen mit einem Moment, den man im Fußball hat. Und ja, wenn es könnte von mir aus ganz so weitergehen, aber ich bin froh, dass wir jetzt erstmal die drei Punkte geholt haben und das ist eigentlich wichtiger. Gehen wir ganz kurz aufs Bayreuth-Spiel. Leider 93. Minute, das 2-1 gefallen. Wie hast du aber das Spiel generell gesehen von der Mannschaft? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Wir haben wieder sehr, sehr früh ein Gegentor kassiert, sehr, sehr unnötig. Haben aber sehr, sehr gut und engagiert gekämpft und uns zurück in die Partie gekämpft. Haben uns viele Chancen erarbeitet, schon in der ersten Halbzeit zwei Riesenchancen gehabt, die wir nicht genutzt hatten. In der zweiten Halbzeit wieder bärenstark rausgekommen, sofort Druck gemacht und uns auch dann mit dem 1-1 belohnt, was wirklich gerecht war. Und so hätte das Ergebnis auch wahrscheinlich ausgehen sollen. Nur haben wir es dann nicht geschafft, dieses Ergebnis wirklich über die Zeit zu bringen. Und haben damit wirklich mit dem letzten Angriff dann das unglückliche 2-1 bekommen. Aber generell, wie war die Rückfahrt? Mannschaft trotzdem stolz auf sich gewesen oder waren sie schon geknickt? Ja, stolz kann man jetzt nicht sagen, weil wir nicht die drei Punkte oder den Punkt geholt haben. Aber ich denke, jeder kann zufrieden sein mit der Leistung, die wir da abgerufen haben. Wir haben alles gegeben. Daniel war sehr, sehr, sehr zufrieden mit uns. Hat auch selber gesagt, das war eines der besten Regionalligaspiele unter seiner Regie. Und ja, die Enttäuschung überwiegt natürlich in erster Linie, aber na, jetzt gilt es natürlich wieder anzugreifen, nach vorne zu schauen und 60 ist halt der nächste Gegner. Müssen wir zu Hause punkten. Da du es gerade ansprichst, 60, ich meine, hier sieht man ja auch in der Übersicht die nächsten Partien, die in den nächsten zwei Monaten anstehen, unter anderem natürlich 1860, Samstag das nächste Highlight. Was erwartet uns da? Ja, ich hoffe natürlich viele Zuschauer und sicherlich nicht so ein Debakel wie im Freundschaftsspiel, als wir 5-0 verloren haben. Also wir werden natürlich wieder alles in die Waagschale legen und den 60ern einen richtigen Fight abliefern und hoffentlich genauso erfolgreich sein wie vor 2 Jahren, als wir den 4 Punkten abgreifen konnten. Ja, deinen Worten hoffen wir folgen auch Taten am Samstag, aber damit Taten auch folgen, brauchen wir eure Unterstützung natürlich. Kommt bitte ins Seestadion, Samstag um 17 Uhr geht's los, kommt aber bitte frühzeitig, weil es ein Sicherheitsspiel ist, die Kontrollen sind etwas verschärfter und bis dahin sagen wir auf Wiedersehen und Dankeschön.